So, hallo und willkommen zurück. Ja, ich habe jetzt ein bisschen weitergesammelt und da kam gerade die Meldung. Ein Schlafsack ausruhen oder Ihre Fluchtkapsel sein, eure Kompass angezeigt. Ja, das ist schlecht. Das heißt, ich brauche jetzt ein ruhiges Eckchen, um mich da mit dem Schlafsack hinzulegen. Ist ja wundertoll. Bin ja mitten im Kriegsgebiet. Haben es alle voll auf mich abgesehen. Sah technisch schon mal ganz gut aus, oder? Okay. Es scheint einfach so zu funktionieren. Naja, You are okay. well rested. Ja, ich muss mich gleich um Essen und so kümmern. War jetzt mal ganz chillig. You are in a well-fed state. Good hydration secured. Okay. So, ja, ich habe ein paar von den Fuzzis da einfach umgenietet. musste sein. Musste an die Steine ran. So, wir waren aber auf dem Weg zu einem Notesignal. Irgendwie haben wir uns jetzt ein bisschen was eingeheimstelt. Zudem haben wir uns den Weg markiert. Gehen wir einfach aus dem Weg. Soll ich dazu sagen? Selbst schuld. Okay. Ja. Ups. Bin ja schon weg. Hier habt ihr euren Kadaver. Den könnt ihr behalten, da. Gib mir von der Reifen, danke. Aber das Steinchen nehmen wir noch mit. Liegt ja schon fast am Weg. Nee, es liegt am Weg. Zack. Ah, was ist das? Alu-Silber. Sehr gut. Taschenfunzel kann ich mal ausmachen. War eigentlich gut basteln können. Nimmt Fleisch weg. Biomasse. Die Teschkes freihalten, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Über 100 Gold, über 100 Silber, 200 Uranium. Da kann man doch was mit anfangen. Okay. Über Notsignal. Oh, bitte nicht auf der anderen Seite von irgendeinem dämlichen Gewässer oder sowas. 1,2 Kilo. Na, dann machen wir Gas. Na, nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel. Leertaste eine harte Bremse machen. Nein, stopp, 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 stopp. Unkontrollierbar bergab, das Moped. Was ist da drin? Eisen und Kohle. Na, das brauche ich nicht. Ich meine, das brauche ich schon, aber habe ich vor der Haustür. Fernglas wäre jetzt spannend. Da unten sehe ich so einen blauen Punkt. Ich würde gerne wissen, was das ist. Da unten. Oder Lella. Was zum Sammeln? Mal drauf achten. Hey, da kriege ich nur noch Biomass-Contents. Okay, Notsignal, wir kommen. Oh Mann. Oh. Rutschparty. Dann gehen wir doch einfach aus dem Weg. Du siehst doch, dass ich kaum Kontrolle habe. Vom eigenen Moped fast umgefahren. Ach so, ne, ist der gleiche Quatsch. Weiter. Da sind wir bald da. Bin garantiert dreimal um den Pott gefahren. Aber immerhin. Geh mir von dem Reifen. Guten. Rohes Fleisch. Wir wissen, was das da ist. Aluminium und Kobalt. Also. Können wir. Nö, den will ich auch noch haben. Dann habt ihr euer Revier wieder für euch.
Mach doch nicht den Dicken. Kommst eh wieder unter die Räder. Keine Ahnung, was der da treibt, aber... Ich glaube, der hält mein Auto für einen Rivalen. So, tschüss. Jetzt gehen wir von der Karkasse. Ah, danke. Akt 100 Meters. Ui, den kann ich aber auch nicht widerstehen. Wenn ich genug bin, kann ich das Ding noch looten. Ups, hallo. Hat noch nicht mal jemand gemerkt. Hahaha. Okay, da sind noch zwei Steinchen. Die nehme ich natürlich mit. Kohle, Silizium. Also, nee, das habe ich auch vor der Tür. Ja, dann haben wir schon mal angefangen. Kohle, Eisen. Naja. Sammeln. So, machen wir direkt mal wieder die Taschen leer. So mehr Platz haben wir, wenn es später mal aufregend wird. Boah, gut technisch ist auch nicht schlecht. Zack. Hat sich gelohnt. Das sind doch hier wieder blaue. Oder nicht? Ne, ist auch nur Kohle, Silizium. Nee, 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 nee. Da kann der Kristall noch so laut schreien. Obwohl, der sieht anders aus. Den kenne ich noch nicht. Den möchte ich doch mal kurz probieren. Das Silizia, okay. Brauchen wir jetzt nicht so dringend. Ups. Ich glaube, der gibt wieder was Tolles. Ja, Frucht und Samen. So, also die neue Ausrüstung ist richtig cool. Was schon heftig OP. Also das Moped, ja. Es fühlt sich. 600 Meter, hoffentlich ist da was Schickes. Tolle Sachen wären cool. Stark. Ja, ich klaue ich jetzt mal eben schnell. Das brauche ich ja, das ist Nahrung und ich glaube, die wird hier noch nicht mal schlecht. Oh, was ein Wetter. Und was eine Frames. Bis Frames. Bye, bye. Was ist das denn für... Was ist der denn hier? Frox, wa? Ah, der lebt ja noch. Nee, den kriegst du nicht. Nee, komm weg, wenn sie hier so kleine hüpfende Fuzzis sind. Wir wollen zum irgendeinem POI oder beziehungsweise Not-Signal. Guck ich auch mal in den Stein hier rein. Ebenso. Alu Silber. Na, geht doch. Lohnt. Was ist das da? Gold, wa? Naja, oder eine Pflanze. Er speichert wieder. Yay. Biomasse, alles klar.
Da müssen die Entwickler unbedingt was dran machen. Das ist ja unerträglich. Schönes Spiel, aber so ist ja heftig Scheibenkleister. Da baue ich den Knallhart ab. Uran und Titan. Ups. Das will ich auch haben. Komm, Dicker, lass mein Auto in Ruhe. Sonst lasse ich es dich gleich wieder überfahren. Dann macht er mein Auto kaputt. Nö, der hat irgendeinen Baum zerhackt. Dummbatz. Ja. Hab ich gewarnt. Ich hab noch nicht mal so euer Nest angegrabbelt. Würde ich jetzt aber machen. Liegt auch so viel rum, ey, geil. Bin ich hier? Ich war nie hier. So. Schild, dann fühle ich auch. Und gleich sind wir beim POI. Trotzdem sind hier noch ein paar Steinchen, die würde ich doch gern mitnehmen. Müssen sonst nur wiederkommen. Das wäre nicht so cool. Alu, Silber, Silber, Alu. Wieder Kobalt, Uran? Nein, Alu, Kobalt. So. Ah. Keinen zweiten Marker dabei, ne? Ja. Hier ist wieder so ein Fruchtding. Ja, es gibt eine. Boah, dafür ist aber viel Arbeit. Wird da nichts rausgekütt? Hier ist mal ein schönes Feld, ne? Wird man diese NPC-Viecher eigentlich los? Kann man die irgendwie vertreiben? Dauerhaft? Wenn sie die vor meinen Augen wieder nachgespawnt? War das nicht, war bestimmt jemand anders. Das neue Jetpack ist echt cool. Ich glaube, die anderen Upgrades werde ich auch bald möglichst basteln. Your body sustained heavy injuries. Bei meinem Auto kriegst du so schnell Schaden, von mir nicht. Ey, hat das Ding keine Waffenfunktion? Ganz ehrlich. Lauf. Oder ich dich leben lass. Ja, yeah, chillt. Ganz im Ernst. Ich tue mal wieder ein. Das Ding ist das ja immer noch. Internal bleeding detected. Hallo?
You've been poisoned. Bin vergiftet? Ganz ruhig jetzt. Alter Finne. Nenne ich jetzt aber echt unfair, ganz ehrlich. Geh zum POI. Boah. Ganz schön Drescher eingesteckt. Your body sustained heavy injuries. Hat ganz schön Eindruck gekriegt. Weiß. Also jetzt ein bisschen besser aufpassen auf mich. Beinbruch habe ich auch noch. Ganz schön unfair, die Viecher irgendwo, ne? Naja, oder meine Waffe ist einfach nur zu schlecht. Hat sich schon wieder gelohnt. Das, was wir gekriegt haben, ist schon nicht ohne. Würde ich jetzt mal so behaupten. Naja, gekriegt ist gut, was wir zusammengesammelt haben. So, und wo ist jetzt bitte hier irgendwo der ach so tolle Punkt von Interesse? Ah, da, so ein Mikrolager. Mitten in Stresshausen. Ist ja nicht so gut, oder? Was da? Dann? Big Tank. Chill-Goku. Wieder ein Handbuch. Schiffstrümmerflügel. Wird hier mal ein bisschen gebuddelt. Will ich wissen, ob hier noch mehr ist. Und zweitens, was es hier für Resis zu erbuddeln gibt. Aber ich glaube, hier gibt es nichts. Da ist nichts. Ich hier raus, Urangold. Kann ich ja mal gucken, ob ich hier einen neuen Marker setzen kann. Urangold Titan. Wollen wir da mal gucken, wa? Null? Ja, mal schauen, wie weit wir damit kommen. Elektronische Teile brauchen wir insgesamt 3. 7. Nee, den Notfall 1. Ja, sowas brauchst du bestimmt nicht. Geh mal was holen. Also demnächst brauche ich hier einen Drucker ein. So, dreimal Elektronik. Es fehlt Kohle. Gar nicht reingetan. Anscheinend nicht. Bio, Bio, Bio. So.
Ja, kriegst du jetzt dein Elektronikstall. Wird denn jetzt noch zusammengesetzt? Das will er auch noch haben. Was brauchst du? Du brauchst dafür Biomass-Containers. Das da haben. You're becoming tired. Wird schon wieder müde. Na wundervoll. Uran, Gold, Titan, ne? Noch ein zusammengesetztes. Hör doch auf. Und ich brauche sowieso noch so ein Switchboard. Eine Elektronik dann noch. Naja, gut. So, Konfiguration. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du. Uran. Gold, Titan. Einschalten. Uran, Gold, Titan. Uran. Gold, Titan. So, Map. Uran, Gold, Titan. Uran, Gold, Silber. Oh, geht doch. Zack, 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 zack. Wo ist das denn? Eisen, okay. Jetzt natürlich für Kupfer gehalten, aber gut. Oh, der dicke Bulle kommt. Tschüss. Der interessiert sich gar nicht dafür, okay. Also das Signal gelohnt hat sich jetzt nicht so wirklich. Wo geht's denn heimwärts? Das ist schlecht. Soll mich doch veräumeln, oder? Ajo. Ja, mein Signal wird da oben nicht mehr angezeigt. Aber prinzipiell geradeaus. Aber dann kommen wir auch an dem hier vorbei. Dann machen wir das doch. Und hier aber die Sachen ruhig noch ein. Kann nicht schaden. Also Silber. Sollte jetzt auf jeden Fall die ersten Crafting-Runden überstehen, denke ich mal. Dass wir da ein bisschen was basteln können. Ist ja nicht gerade einfach hier. Sagt der Anfänger des Spiels. Hier wahrscheinlich, die jetzt schon ein paar Stunden gespielt haben. Ja, auch ganz easy, ganz locker. Stehe ich ja. Aber noch ist alles richtig aufregend, schwierig. Hat was. Wenn die die Leistung in den Griff bekommen. Na klar, kann ich es auch stabil spielen, indem ich es auf einem Minimum reduziere. Dann sieht es auch echt doof aus, wenn man mich fragt. Einmal was? Schön, wenn du mir das nicht sagen kannst. Kann ich später nachlesen. Mein Auto. Da. Das ist cool mit dem Beacon. Fällt mir. Und der zweite. Langsam. Kein Durchbruch. Entschuldigung. Biologischer Quatsch. Und auch die komischen Loot-Sachen ist eine gute Idee. Was ist denn hier nur Plots? Da. Zup. Mogeln uns hier einfach durch. Ja. Am Punkt A bis den A. Gold, Silber, aha, aha, aha. Er speichert. Daran sieht man immer, wie lange man doch tatsächlich schon spielt. Ja, aber ich glaube, bis zu uns. Wow, 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 rechts.
Ah ja, so die Richtung können wir beibehalten. Dann können wir den. Was? Nein, nix rückwärts. Bist du wahnsinnig? So, ich will nach Hause. Am besten mit Loot. Die Karre rückwärts runter plumpsen lassen. Da fängt sie schon wieder an. Also erstmal kurz auf die Karte gucken, ist keine gute Idee. Aber gut. Austricksen geht immer. So. Jetzt aber schneller Blick. Ja, ein bisschen mehr rechts, aber wir wollen ja noch den POI da haben. Na, wie weit ist es noch aus? Boah, dass man das nicht mehr auf dem Radar oben sieht. Ich habe fast einen Schrecken gekriegt. Ach, wir sind hier wieder auf dem Berg. Ich verstehe. Unser Ausgangspunkt. Was heißt Ausgangspunkt? Ja, hier, wo wir gesammelt haben. Mit den Viechern hier geprügelt habe. Einsamer Stein, das ist eher selten hier. Will ich den noch gleich mitnehmen? Hallo und Kobalt. Da summt noch ein Crystal. Bist du denn Uran, glaube ich? Ja. Ich habe. Irgendwie Energie draus gewinnen. Aber wir müssen nach Hause, wir müssen ins Bett. Da, lass mich durch. Ah ja, guck mal, 2K sind wir zu Hause. Jetzt kriegen wir das angezeigt, also auf 2 Kilometer immer. Naja, warum nicht? Es ist ein ekliges Wetter. Extreme temperature warning. Ja, Uran und Titan. Auf hier rumzuzicken, du Ziegenbock. Meine Gesundheit geht's aber eigentlich schon wieder recht gut, wa? Zack, ab die Post jetzt. Heimwärts. Aber auf 900 Meter kommt noch POI. Kann man ja auf jeden Fall noch mitnehmen. Komm, hört auf hier rumzustänkern. Tschüss, Frames. Vergessen vorhin zu sagen. Zum nächsten Mal. Spätestens wenn die KI hier weg ist. Die Buildrate. Extreme temperature warning. Hast du vorhin schon mal gesagt? Wiederholst dich. Nee, du meinst ja auch nur gut, ne? Wenn hier gerade Ruhe ist, ne? Man muss mal eben so einen Schlafsack reinpfeifen. You are well rested. Okay. Dann ist er jetzt erholt. Hol ich noch schnell das Steinchen ab. Essen trinken geht auch noch ganz gut. Ich will halt nicht 2-3 Mal auf Farmtour gehen. Oder allgemein so wenig wie möglich auf Farmtour.
Das ist, solange das noch echt katastrophal ist mit dem Auto und mit dem Frams, mit der Wheeldrahte. Was liegt da alles rum? Ja, das muss ich eigentlich mitnehmen, aber gut. Mach ich dann vielleicht off. Nee, das wird nichts mit off. Schlag ich da unten auf. Heft. Oh, come on. Okay, so geht's. Naja, komm, 12 km/h. Naja, langsam mal zu Fuß. Ah, da kommt wieder was auf uns zu. Die Frames. Bildrate. Hat sich wieder freigenommen. Ja gut, versuchen wir es mal rückwärts. Ja, ist auch nicht besser. Krass. Ja, 96. Sehr weit. Also 300. Das ist ein Turboantrieb hinten dran. Thruster. Wenn man zuschalten könnte, aber ich glaube, das geht hier gar nicht. Oh, komm, kämpf dich hoch. Gib alles. Die letzten paar Meter. Nein. Ja. Toll. Aber jetzt steht er. Genau so. Boah. Echt anstrengend. Wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch eingestellt. Das geht bestimmt besser. Jetzt habe ich mich wieder festgefahren. Weißt du was? Mach ich einfach mit dem Multitool. Bevor ich mich hier noch länger abquäle. Ernsthaft? Ich habe mich voll verfranst. Komm, Auto, lass uns nicht im Stich. Heute noch zum POI kommen. Da kommt so eine komische Kuh. Okay, also das ist doch echt jetzt ein echt schlechter Scherz. Jetzt zieh dich da raus, du Moped. Ich stehe echt nicht hin. Stell mich aber auch blöd an. Meine Herren, da kann ich den ganzen Berg abtragen.
Lass mich jetzt zu dem POI da fahren, ist ja nie wieder durch so ein Waldgebietchen, wa? Los jetzt! Gib Gas, 220 Meter, dauert so viel wie vorher alles andere. Ich guck nicht auf den Timer, achte auf die Straße. Doch gleich zu Fuß. Ah, dann verliere ich nur mein Auto, ich kenne mich. Jetzt nur nicht wieder. So, ups. Eieiei. Warum quäle ich mich erst den Berg hoch, wenn es dann doch wieder runter geht? Oh, Spiel. Ruhig. Nein, nein, nein! Ja, richtig wieder auf. An so eine Situation damals erinnern. Das hat auch kein gutes Ende genommen. Okay. Muss dem da hinten nur noch einen leichten Ausfahrt machen. Ja, bis hier lief alles so gut, ne? Gut gesammelt, eigentlich alles bekommen, was wir hätten braucht, was wir so brauchten. Wie bremst man jetzt? Moment, vorwärts. Jetzt 100 Meter in die Richtung ist jetzt der Point of Interest, ja, also die Blutquelle, was auch immer. Pass auf, Auto. Bleib du mal eben da stehen. Oh la la. Ja, da hole ich doch das Auto. Eieiei, da haben wir diesmal bei heftigst überzogen. Ich würde sagen, dann hänge ich diesmal noch Folge direkt dran. Also nehme ich gleich direkt weiter auf. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wo wir dann den POI abbauen, nach Hause fahren und endlich was basteln. Also, dann danke fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.